Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK. Hallo. Vorerst, bevor wir jetzt so loslegen, wenn ich ein bisschen inaktiv in den Kommentaren sein sollte, liegt daran, wir sind Urlaubsvorbereitungen, Vorproduzieren und so weiter. So, deswegen halt auch Namen und so weiter. Ich glaube, das kriegen wir echt alles erst nach dem Urlaub hin. Aber ist egal, ich schaue ja danach halt die Kommentare an und auch im Urlaub, wenn ich abends halt da rumhocke. So, aber hier hat sich einiges getan. Ja, ja. Denn hier ist hier genug Platz. So, hier passen ja noch Dinos rein. Aber da drüben, Augen zu. Und ja, ihr kennt ja das. Ihr kennt das nicht mehr. Sagen wir es mal so, Gary, was haben wir genau getan? Eine Erneuerung. Nein, wir haben eine Etage dazu hinzugefügt und ein Dach. Genau, also, wir können jetzt da halt raus. Ihr seht ja jetzt hier, alles schön und gut. Unser Marlin-Pferd. Damit haben wir auch in dieser Folge etwas vor. Ich will etwas versuchen. Ich kämpfe noch nicht gegen die Myth-Viecher, weil die Jabbies... Hast du die Jabbies gemacht? Nein, ein Level gegeben. Ach so, weil die Jabbies, ja, also ich glaube, das ganze Pferd, ich glaube, alles würde sterben, deswegen lasse ich das mal lieber. Also, wir können ja jetzt natürlich hier hochgehen, was natürlich ein bisschen belastend ist, deswegen fliege ich hier hoch. Und hier. Die Schuhe aus. Was, Schuhe aus? Ach so, nee. Okay, hier haben wir jetzt unsere Gigas und Gary meinte, hier bei diesen Giga gibt es etwas Spezielles. Und zwar, ja. Wenn wir jetzt draufsteigen, ich drücke jetzt Leertaste. Er macht das Geräusch vom... Ja. Warte mal, kann er fliegen? Warte mal! Er hat Fallschaden bekommen. Er ist fast tot. Er wiegt jetzt übelst viel. Warum? Okay, jetzt alles gut. Warte mal, Gary. Ich werde also kurz fliegen, okay? Ich kann auch springen, aber ich kann nicht fliegen. No! Na, ich weiß, wo der Qualm herkommt. Er ist einfach nur fast tot. Och, Menno. Und ich dachte, ich kann jetzt fliegen. Warte mal, oder? Doch, hier, guck mal. No way. Es ist ein Jetpack-Giga. Oh Gott. Warte. Giga, bitte. Bevor irgendwie meine Items hier verschwinden, fliegen wir beide zusammen runter, okay? Gut. Alter, wir haben eine Jetpack-Giga. Jetpack-Giga. Ja, ernsthaft jetzt? Einmal springt zum Aktivieren, zweimal springt zum Deaktivieren. Oh Gott. Gary, ich versuche zurückzufliegen, okay? Gary, aufgepasst. Der Jetpack-Giga fliegt jetzt. Er kommt immer näher. Okay. Ich glaube, den kann man... Oh, man kann einmal hochgehen und das war's eigentlich dann schon, Gary. Okay. Ja, das war, auf jeden Fall sehr geil. Wir fliegen jetzt ganz kurz hoch. Da, ihr könnt jetzt von... Hi, Gary, wo willst du hin? Ah, ich wollte zu dir. Ja, das ist ein bisschen belastend. Ich porte ihn kurz da oben. Das ist sehr komisch, ihn zu fliegen. Aber, dass wir hier eine Jetpack-Giga haben. Alter. Wer kann mir sagen, wer von euch hatte schon mal einen Jetpack-Giga? Also ich glaube, da wird nicht einer unter euch sein, der einen Jetpack-Giga hat. Und ohne Witz. Das ist ein Jetpack-Giga. Ich kann... Ja? Bitte fliege. Ja, fliege! Gary, das ist ein komischer schwarzer Rex. Du weißt, welcher das ist. Warte mal. Schwarze Rex? Ich werde ihn verprügeln. Ich fliege kurz weg und komm gleich wieder, okay? Willst du ihn verprügeln, okay? Ja, Jetpack-Giga. Wir fliegen kurz zurück. Marlin fährt es dran. Giga rückwärts. Zack, komm. Das ist auch noch geil, Bay. Ihn kann man übelst geil steuern. So, aber ist egal. Hi, Gary. Hi. So, wir müssen jetzt ganz kurz runter, denn unser Marlin ist fertig da. Der wird jetzt ganz kurz gegen den schwarzen Rex kämpfen. Ach ja, habe ich das jetzt euch von draußen gezeigt? Ja, so sieht das halt aus. Hier vorne ist das Besondere, aber ich habe das hier hingebaut. Da können wir halt runterspringen, wenn wir zu Fuß halt gehen. Da unten war ein Indominus Rex. Ich habe ihn gerade gesehen. Okay, und so sieht das halt von drinnen aus. Da unten. Es ist ein Chrome. Level 70. Darf ich ihn einmal anpusten? Pust ihn einmal an, Gary. Hauch ihn an. Ich glaube, das erschreckt ihn schon. Oder er sackt halt eher ein. Und ich kümmere mich mal ganz kurz um... Er ist drüben auf der anderen Seite. Okay. So, warte. Ich habe ein Guard Magic Potion bekommen. Ein was? Ja, will your Prom Dino to transfer into a Guard? Ach, das habe ich letzte auch bekommen. Keine Ahnung, was das genau ist.
I don't know. Ich kann dir das nicht genau sagen. So, Rexy Rex. Kommst du einmal hierher, Rex, ne? Ich schwör's dir, die Jabbies werden dich killen, Junge. Pass auf, hinter dir ist ein Human schief. Das ist mir scheißegal. Soll auch ich kommen? Jabbies, alle rauf da. Alle auf den Rex drauf. Ach man, können sie das nicht in Ark irgendwie ein bisschen verbessern, dass man das halt so, you know? Da geht doch. Ist jetzt zack. Jabbies, einfach runter da. Gary, warte, warte, warte. Jabbies sollen tun, okay? Oh Gott. Alles gut, alles gut. Ich bekam gerade echt Panik, ne? Okay. Dass er meinen Drachen getötet hat. Ach, alles gut. Gary, töte ihn. Das glaube ich nicht. Er tötet die ganzen Jabbies. Verbring ihn um. Ja, wie viel Leben hat er denn überhaupt? Wie viel Leben? Das wäre eine echt gute Frage. 26 Millionen? Warte, ich schicke die Jabbies ein bisschen mit drauf, okay? 431.000 mit einem Biss ab. Ja, ich, wie gesagt, ich schicke ein paar Jabbies mit drauf und dann läuft das alles. Du kannst mich weiter... Ich hätte jetzt gesagt, komm mal ein bisschen weiter hinten hin, aber ist alles gut. Jabbies, zum Angriff! Los! Bitte, Jabbies, greif ihn wenigstens einmal an. Die kommen noch nicht mal dazu, er blutet noch nicht mal. Wie viel Leben hat er noch? Warte, ich schaue jetzt ganz kurz. Er hat 13 Millionen. Nee, die Jabbies kommen nicht dazu. Die kommen nicht dazu, irgendeine Attacke zu machen. Das kann nicht wahr sein. So, warte mal. Zack, wie viel habe ich jetzt? 334.000. Zack, Junge. Gary, greif mit an. Los, wir verprügeln ihn. Komm, ja. Gemeinsam sind wir stark. Er blutet schon. Er müsste gleich sterben. Komm, 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 komm. Ich glaube, wir kriegen dann übelst ein Skin. Ich glaube, wir haben ihn. Nee, haben wir. Doch, jetzt. Primal Rex wurde besiegt. Warte mal, wir haben was Neues. Nee, warte mal. Primal Rex Kostüm? Primal Soul? Ja, habe ich auch. Und Primal... Also Primal Blood kannte ich ja. Primal Rex Kostüm kannte ich auch. Aber Primal Soul, gab es das früher auch? Ich weiß es nicht mehr. Abbauen, abbauen. Oh, Gary, ich krieg Rare Flowers. Warte mal. Warte mal, das ist sehr gut. Pegasus Pferd, da Jabbies vorhin gestorben sind, bist du jetzt ganz kurz dran, okay? Du musst hinhalten. Auf geht's, Jabby, auf geht's. Bisschen weiter weg. 1100 noch was geben die ab. Aber er gibt 400 noch was 1000 ab. Ja gut, dass ich den nicht angreife. Ja, das ist sehr gut auf jeden Fall. Sehr gut. Aber ich töte ihn trotzdem. Hat er verdient. Komm, er tötet unsere Jabbies. Hat er verdient. Shiva! Shiva ist das! Wie Shiva ist das? Schämst du dich nicht? Shiva, Guardian of the Forest. Alter, Shiva, schäm dich. Pfui. Ich bin enttäuscht von dir. Ja, me too. Na, Gary, du kannst mich angreifen, wenn du willst. Nee, nee, ich trau mich nicht. Ach komm, easy. Come on, let's go, let's go, let's go. Nee, nee, lieber nicht. Okay, kannst aber wenigstens Feuer spucken von oben. Tot. Wie, er ist tot? Tot. Was hast du denn abgegeben? 143.000. Hast du jetzt was bekommen diesmal? Ja, tatsächlich. Oh, Holy Shard, Top Hat Skin. Soul Essence of ja. Shiva. Bright, a fancy look. Okay, müssen wir dich anschauen. Jabbies, ja, lebt euer Leben. Gary, komm, ich will den Dodorex herrufen. Ja, Leute, ein Dodorex ist jetzt dran. Endlich mal. So, aber dafür bleiben wir nicht hier, sondern wir gehen oben. Aufs Dach. So sieht's aus. Gary, kommst du mit rauf? Ja, ja, ich komm sofort. Ich bring nur noch den Drachen in seine Ecke. Ja, dann let's go. So, diesmal rufe ich als erstes mein Dodorex her. Und zwar sieht er so aus. Oh Gott, ich sehe ihn noch nicht. Aber Gary, ich kann dir sagen, ja. Er ist größer als unsere Dodo, also als unser Dodorex, Fally. Okay, sicher? Und er sieht heftig aus, glaube ich jetzt. So, und Teleportation. Gary, er sieht geil aus. Teleportation, du. Er sieht heftig geil aus. Alter, mua, du siehst aus wie ein Prom-Dodo. Er hat eine richtig dunkle Fresse. Ich würde... rufst du mal deinen her? Okay, ich bin hinter dir, ne? Achso, da, hallo. Let's go. Hachi. Ach, Gary, deiner ist blau, der sieht viel besser aus. Nee, meiner sieht geil aus. Deiner hat das höhere Level. Meiner hat einen Helm? Wie geil ist das denn? Okay, deine Größe ist alles gleich, wa? So, Linkstick können sie alle beide. Rechtsklick können sie beide selbst spucken. Macht deiner auch keine Geräusche? Yep. Okay, und mal sehen. C...
Tja, guck mal. Hast du es gerade gesehen hier? Nee, er spuckt auf jeden Fall hoch in der Luft und X. STG? No way. Von Kollege, auf was kannst nicht. Du schießen? Wofür hast du den Helm auf? Warte mal, gibt's irgendeinen anderen Knopf? Nee, ich habe alle Knöpfe gedrückt, die man drücken kann. Ich nehme mich mal nach unten. Ja, ich spring kurz runter. Okay, ja, es ist kein Jetpack-Giga. Diesmal nicht, aber ist nicht schlimm. Jetpack-Giga? Ja, und mit Jetpack-Giga. Also Jetpack-Dodorex. Oha, ich sehe jetzt das andere von nahen, ey. Das sieht wirklich gut aus. Wo bist denn du? Einfach runtergesprungen. Einfach geradeaus. Okay. So, Kinder, zeig mal, wie ich... What the fuck? Ich höre dich. Ich habe gerade einen Tech-Stego getötet und Ameisen. Ihr süß. Ja, ich würde mal sagen, wir müssen ein bisschen stärker werden. Warte, da drüben ist was Goldenes. Es war aber kein Origin, oder? War das denn Origin? Doch, Gary, Origin Kano, links. Aufgepasst. Und da ist ein Feuer-Hardiki. Da ist noch ein Feuer-Hardiki. Aufgepasst. Ja, ich teleportiere mich zur ersten Etage, weil mein Drache hat genug Erfahrungspotion-Dinger. Ja, mach das. Das sind die kaputt, oder was? Ich glaube, die sind nicht komplett heil, Gary. Nee, wirklich jetzt. Also, ich greife jetzt an. Ich gebe jetzt 800 noch was ab, ne? So, mal gucken. Ich level jetzt komplett auf Damage. Mal gucken. Warte mal, was hast du denn in deinem Körper, Kollege? Hast du einen Sattel? Hast du nicht? Okay, damit müssen wir jetzt einfach ganz normal angreifen. 2000 noch was gibt er ab? Okay, das ist schon mal ein Ticken besser. Aber ich glaube, wir müssen ihn ganz kurz mal leveln. Ich habe 29 Level. Warte. Oh, Freunde. Ich glaube, wir haben einen neuen Spitzenreiter. Wirklich einen neuen Spitzenreiter. Okay, da würde ich sagen, pass auf, du kommst jetzt mit. Giga! Oh Gott, der Giga greift an! Gary, Hilfe! Ich weiß nicht, wo du bist, ich teleportiere mich! Ich kämpfe hier gerade gegen Giga! Ich bin voll lauter Bäume nicht! Okay. Giga kommt! Giga incoming! Gary, ich werde sterben! Der Dodorex stirbt! Ah, ich sehe. Ja, seine Attacke. Oh Gott! Gary, kannst du mich porten? Nee, kannst du gar nicht, oder? Nein! Ich muss weg hier! Böser Giga! Oh mein Gott, das ist gleich tot. Du musst weg, du musst abhauen. Er ist tot, scheiße. Sag jetzt nicht, du bist zum Giga gekommen. Nein, gekommen. Der hatte Pfeildings da. Also diesen Buff. Pfeilschaden. Dodorex. Warte, wie viel Energie hast du noch, Kollege? Zeig mal, vielleicht kannst du ja doch noch überleben. Er hat Er kommt. Gary, ist das ein Witz? Ich hab doch gesagt, er kommt. Oh, ich hab getötet. Oh, ja, und du bist auch gestorben. Ach nein. Ich hab grad zu dir gesagt, er kommt zu dir. Ich war voll weit weg von dir und dann hab ich nur gesehen, wie er auf dich gerannt ist. Du hast ihn hergelockt, Gary. Nee. Ich weiß, was du warst es. Was denn? Über uns. Was soll denn das sein? Von wo kommt der denn her? Was ist denn das? Was ist das? Ist das ein Chaos? Ich weiß es nicht. Es sieht geil aus. Ich sehe es auch nicht. Ich konnte es gerade kurz sehen. Was ist es? Warte, okay. So, ich versuche es irgendwie da anzudingsen. Chaos-Wifern? Ja, wow. Kriegen wir nur mit einem Chaos-Ding. Ja, wie können wir den jetzt heben? Sophie, ich weiß, brauchen wir dafür so eine Dings. Ich kriege ihn nicht. Kriegst du ihn? Nee, irgendwie nicht. Ja, aber nee, okay. Chaos-Wifern, leider können wir dich noch nicht zähmen. Es tut mir leid, mein Freund. Wir brauchen leider diese Chaos-Pille, oder? Warte mal. Chaos-Pille. Chaos-Tribut. Use this to tame a primal. Wir brauchen einen Chaos-Orb. Irgendwas. Und einen Chaos-Orb kriegen wir durch Oh Gott, können wir knicken. Können wir komplett knicken. Den kenne ich aber gar nicht. Den? Übelst geil. Doch. Freunde, es tut mir leid. Der Dodorex ist tot. Ach, man. Rip Dodorex. Gary, hier drüben. Was haben wir denn da? Apex Indominus Rex, die rufen zwei Stück sogar. Die rufen kleine Raptoren her. Ah! Oh Gott, es war nur ein Aldo. Oh, erschreckt mich nicht. Also sind sie doch da bei den Reaper Queen Viechern, ja, ne? Ja, zwei Stück. Freunde, ich habe ganz vergessen. Gary meinte, hier sind zwei Apex Indominus Rexe. So.
Die können wir zähmen. Warte mal. Der hat Level 80 unter anderem aber auch. Hier sind Männler und Weibler. Pass auf, ich kümmere mich um den Mann. Du um das Mädchen, okay? Bist du wahnsinnig? Du. Oh, er steht neben mir. Oh Gott, er ist hinter mir. Ich sterbe. Zieh dich weg. Alles gut. Vier Hitte können wir abkriegen. Vier Hitte und das war's dann. So, warte, ich glaube, sie ist abgelenkt. Hey, Hübsche. Ja. No! Origin Kano! Ja, ich sehe von hier auch. What? Es war ein Chrome Golem. Oh mein Gott, ich dachte, ich wäre jetzt RIP gewesen. Ich sehe dich da hinten. Ich bring ihn weg, der ist mir zu stark. Alter! Und der Giga jagt mich schon wieder. Origins sind also so, wenn sie dich angreifen, alles in der Gegend wird dich töten. Ja. Wie krass ist das denn? Ja, Giga ist doch gut jetzt. Guck mal, ich bin in Griechen schneller als du. Was willst du von mir, Kollege? Mann, meine Fresse. Wir müssen die Arschtaktik benutzen. Ich glaube, das scheint stark zu sein. Die Arschtaktik? Was? Ja, hinten am Arsch ran. So. Guck mal, sie steckt fest. No! Bist du Myth? Okay, Gary, alles gut. Greif den Indominus Rex hier an. Er steckt gerade in der Klemme. Du haust mich die ganze Zeit. Kannst du mal den Golem wegschicken? Der stört gerade. Ja. Aber ich glaube, sie steckt in dem fest. Umso besser. Los, erzähl. Okay, der Golem ist auf dich. Lauf. Ist er? Ja, lauf. Nee, ist er nicht. Doch, er wird auf dich sein. Hi, Kleine. Was ist los mit dir? Alles gut bei dir? Ist er noch auf dich? Ja, ich schlag ihn langsam weg. Okay, sie bekommt Topo, Gary. Warte mal. Du bekommst Topo. Ja, Freunde, wir haben noch die Waffen. Und wir werden sie auch benutzen, ne? Es geht aber nicht so schnell hoch. Sie benutzt. Und 64. Komm, einmal ins Gesicht. Hi, Kleine. Ja, wie geht's dir? Gut? Ja, uns auch. Danke, der Naff. Gary, die Raptorenfamilie, die Apex-Raptorenfamilie. Ja, ich hab den Golem noch auf mich. Wir sind noch nicht weit gekommen von dir. Okay, sie sind weg. Es waren nur Geister. Es war eine spontane Einbildung. Gut, ich hau einfach drauf, ja? Junge, der Drache wieder abgeht hier. Holy moly. Drache halt, ne? Gary, sie hat ein Ei geschissen. Oh. Gary, ein Fertilized-Egg. Ehrlich? Gib mir noch eins. Ja, wirklich jetzt. Freunde, dann können wir ja unten in unseren Keller, den wir ja noch haben, eine Brutstation machen. Wie geil ist das denn? Komm, wir wollen noch ein Ei haben. Du hast den anderen aufgeschreckt. Ja, kannst du dir... böser Mann, du. Betäube ihn. Der scheißt dein Ei Gott, raus. Oh mein Gott, der hat die kleinen Raptoren gekackt. Oder so. Jo, hat auch. ich bin gleich tot. Häng mich einfach irgendwo dran. Am besten oben. Bring ihn mal weg. Bitte bring ihn von der Frau weg. Ich bin gerade dabei. Ich kümmere mich um die Frau. Die Frau sieht viel geiler aus. Aber er kommt zu dir wieder, glaube ich, oder? Bitte bring ihn weg. Die Raptoren sind hübsch aus. Gerade der linke hier. Okay, sie sind weg. So, Dr. Thilo kommt wieder. Spritzen kommen. Ja. Na Mädchen, wie geht's dir? Oh, sie ist fast down, Gary. 609.000 schon. Ich bin gerade schon bei dem Mädchen. Ja. Siehst du da Katsches? Geil. Warum? Okay, dann kann man die vielleicht nicht zähmen, sondern nur ausbrüten. Och, Baby, warum? Bitte. Sie hat so eine wunderschöne Farbe, sie ist schwarz-rot. Ja, aber vielleicht ist das ja wirklich so. Schaut euch das mal an, wie geil sie ausschaut. Oder 20% runterschlagen und dann, aber dann würde sie kein Topo kriegen. Nein. Also kannst du sie nur mit Eier tamen. Ich glaube, das hat auch jemand mal in den Kommentaren geschrieben. Nee, nicht mit Eier oder irgendwas, sondern nur ausbrüten. Ja, meine ich doch. Nur so kannst du sie zähmen. In der Kraft meines Verliehen des Amtes töte ich jetzt diesen Indominus Rex. Hast du die schon mal brüllen gesehen? Ja, wenn du siehst. Das Männchen kommt zu dir. Okay, jetzt nicht mehr. Er wollte gerade in deine Richtung rennen. Ja, warte. Soll er herkommen? Wo ist er hin? Ah, er ist wieder bei mir. Oh, gibt 70.000 ab. Kollege, ruhig hier. So, scheiß ein Ei, bitte. Och, Mann, er war nur Mann. Ja, deswegen geht das nicht. Der Eier macht. Ah, Mist.
Ach, schade, Freunde. Schade. Hast du sie schon getötet? Ja, alles gut. Oh Mann, alles gut. Ich wollte sie mir auch nochmal angucken. Oh, hast du sie jetzt nicht gesehen? Nö. Das tut mir jetzt echt leid. Aber ist nicht schlimm. Vielleicht wird das Baby so aussehen. Drache, komm her. Du bist jetzt dran. Na, Freunde. Auf jeden Fall war es das erstmal wieder von der weiteren Folge ARK. Ich muss sie ein bisschen kürzer halten, weil wegen Urlaub und so weiter vorproduzieren. In der nächsten Folge, wir werden auf jeden Fall den Indominus Rex ausbrüten. Ja, definitiv. Wir versuchen es. Naja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und wenn es euch natürlich gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.